Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier bei mir, dem Chris und Stationers auf Tau City. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir werden jetzt mal nochmal schnell gucken. Wir wollten ja die Solarzellen bauen. Ich brauche aber noch Steel Frames da oben. Und meine Stahl-Hoshis hier. Genau. Meine Stahlhoshis. So. Was brauchen wir noch? Stahlplatten. Mehr brauchen wir nicht. Okay, wir fliegen jetzt erstmal hoch. Machen jetzt hier weiter mit den Solarzellen. Und zwar wird ja hier nachher wahrscheinlich dann ein Zaun oder irgendwas sein. Also ein Zaun im Sinne von ja, Fenster oder irgendwas. Be Power Critical. Boah, Alter, was mache ich denn hier? So. Hammer. Ich will jetzt hier eigentlich gar nicht so viel machen. Ich will hier eigentlich nur eine kleine Plattform haben, wo ich dann den... hier will ich dann den Dings drauf bauen, ne? Den Sensor. Und wenn hier nachher Scheiben vorkommen, weil wir hier dann doch sagen, wir machen Scheiben, dann ja, müssen wir das so machen. So. Uns fehlt natürlich noch der Sensor, da kommen wir aber dann noch dazu. So, das können wir hier alles schon mal reintun. Wir haben jetzt, was habe ich hier gebaut? Batterien, genau. Jetzt die Frage, wo bauen wir die Batterien hin? Ich meine, hier wird es kalt in der Nacht, das sehen wir. Ja, also wäre schon ganz gut zu sagen, die Batterien kommen jetzt nicht hier rein, sondern die kommen irgendwie nach unten. Die Solarzellen können wir ja umlaufend verstromen, ums Dach rum einmal. Dann haben die alle Strom, die alle an einem Strang. Wenn die ungefähr 1 kW schaffen, was sie ja nicht ganz schaffen, 800, 900 Watt glaube ich, dann sind wir ja locker bei 50 kW. Das ist okay für ein Kabel. Ein Kabel kann ja 100 kW, das ist heavy. Wir können hier schon mal den Solarcode drauf braten. Den habe ich extra nochmal geholt. Von meinem anderen Spielstand, weil ich den jetzt nicht nochmal neu machen wollte. Der spielt ja auch gar keine Rolle. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, ob die Dings noch stimmt. Solarpanel Dual heißt das, glaube ich. Aber das heißt, ist es dann Dual oder ist das das normale Solarpanel? Ja, müssen wir gucken. Weil ich weiß nicht, die heißen, sind eigentlich aus dem Dual-Kit, aber haben halt den einen Anschluss mit allem. Deswegen weiß ich nicht, ob es die normalen Solarpanel oder die Dual sind. Ich gehe mal davon aus, dass das die normalen sind. Also quasi die. Also müssen wir die mal kopieren. Edit. Wenn es nicht funktioniert, wissen wir ja, dass die das sind. So. Ein Sensor müssen wir dann noch bauen. Das haben wir ja nicht gemacht. Aber das machen wir dann gleich noch. Ist immer lustig zu sehen, ich gucke mir auch andere YouTuber an, ja. Ist immer lustig zu sehen, wie die Leute auch immer zweimal, dreimal, viermal bei Export draufklicken. Ich weiß nicht, ob das so ist. Wir Menschen machen das so oder ob sie sich das abgeguckt haben, weil ich mache das immer. Ja, ist total lustig. So. Jetzt brauchen wir noch einen Sensor. Und wir werden natürlich auch eine Werkstatt haben, ja, in dem neuen Gebäude. Ich, da mit Stecker und allem Pipapo, ich will ja jetzt hier nicht hier rumspinnen dann, ja. Stecker ist ein gutes Stichwort. Wir brauchen jetzt noch einen Stecker. Den müssen wir nämlich jetzt hier mit dran bauen, weil ich habe nämlich keinen Bock, ja, jetzt hier nachher diese 50 Kabelkacke da, 50 Sachen da hier rumfliegen zu sehen.
So, wir brauchen einen Sensor, haben wir gesagt. Aber das wird jetzt nicht gehen, weil ich habe hier das Material darüber geschmissen. Aber ist egal. Sensor. Eisen brauchen wir da noch. Okay. So, was haben wir hier jetzt? Stecker, genau. Den Stecker wollte ich eigentlich hier irgendwo hinstellen. Hier kann er nicht hin. Das ist natürlich richtig kacke. Oh, das geht auch. Das ist ja lustig. Oh, da geht sogar da oben drauf. Wie geil ist denn das? Dann machen wir es so rum. Ha! Sehr schön. So, jetzt brauchen wir noch Schutz. Die hatten wir draußen, glaube ich. Ne? Hatten wir draußen noch Schutz? Ja, ich glaube ja. Ach Mann, ey. Immer dieses Hin und Her-Rennen hier. Theoretisch brauchen wir die Schleuse jetzt nicht mehr, weil, jawohl, das entzündet sich ja trotzdem wieder. Schutz, 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 die Schutz, die Schutz. Hier sind keine Schutz mehr. Habe ich die alle verbraucht? Ich war der Meinung, ich hatte noch Schutz. Gut, dann bauen wir welche. Ja, die anderen beiden Schränke sind leer, deswegen habe ich die zugemacht. Wir gucken noch mal. Haben wir nicht noch Schutz? Hier haben wir doch noch Schutz, ey. Ich wollte doch sagen, ich habe doch noch welche gebaut. So, dann machen wir hier gleich mal Trick 17. Wisst ihr ja, was Trick 17 ist? Ne, das ist der vor Trick 18, ne? So. So, und jetzt müssen wir das Ding noch mit Strom versorgen. Oh, das ist natürlich richtig geil geworden hier mit dem Strom. Ah, Schietendreck, ey. Habe ich da irgendwo Kabel? Nee, habe ich nicht. Ja, das mit den Kabeln hier, das gefällt mir natürlich nicht, ne? Die sticken jetzt hier so raus, das gefällt mir nicht. Aber es ja, geht nicht anders. Wer schön sein will, muss leiden. Sagt man ja nicht umsonst. Ja, ich weiß, ich hätte das auch dahinter langlegen können, aber das ist jetzt hier. Es fehlt ein Kabel. Kann ich irgendwo eins klauen? Nein. Es fehlt echt ein Kabel jetzt, oder was, ey? Oh Mann, ey. Nee, oder? Oh, jetzt habe ich ein Heavy Cable gebaut. Alter. Danke. So. Okay, wir wollten ja Heavy Cable bauen, haben wir gesagt. Also nehmen wir die gleich mal mit hier. Die können wir hier mal wieder reintun. Ne, können wir nicht, weil brauchen wir noch. Ach, blöd Mann, Alter. Oh, jetzt. Haben wir. So. Jetzt machen wir hier mal Stack Size machen wir mal 50. Weil mehr geht ja eh nicht. Könnt ihr euch noch daran erinnern, auf der Mars, auf dem Mars, wo ich 150 Folgen mit einem laufenden Miner durch die Gegend gelaufen bin? Könnt ihr euch da noch daran erinnern? Ach, war das geil. So, wir machen mal Licht an hier, dann brauchen wir ja das Kopflicht nicht anmachen. Energie haben wir ja jetzt hier noch.
Jetzt können wir ja das Licht mal anlassen. So, Heavy Cable würde ich sagen. Lass brennen das Ding. Ja. So, sehr, sehr, sehr schön. Dann haben wir das auch schon. Dann lassen wir den jetzt erstmal ein bisschen ackern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich den Stack mit den Kabeln fertig habe. Ne? Also bis gleich. So, das muss jetzt erstmal reichen in Sachen Heavy Cable. Ich habe auch noch einen Sensor gebaut. Ja, also geht los. Natürlich ist Duster draußen, ist ja klar. Was soll auch anders passieren? Es ist ja immer Duster draußen. Ach Mann, ey. So, dann geht das los. Konzentrierter Blick. Give me more detail. Oh, da komme ich ja nicht weit mit, ne? Obwohl, wenn hier nachher Fenster hin sollen, obwohl, Kabel geht ja. Kabel geht. So, der Sensor muss mit dem Strom nach Süden. Warte mal, wenn wir da Norden haben. Ja, dann muss er nach hier mit dem Stromanschluss. Das ist gut. Also quasi so. So, ich glaube, der muss nach Süden. Wenn ich mich nicht irre. So, jetzt brauchen wir noch eine APC. Da können wir die unten von unten klauen. Da klauen wir einfach die hier. Die brauchen wir ja eh nicht mehr. Die können wir ruhig nehmen. Hammer. Geklaut. Gab es nicht mal noch einen größeren Toolbelt? Warte mal, da müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Gab es nicht mal einen größeren Toolbelt? Nee, ich glaube einen größeren gab es nicht, ne? Da gab es einen größeren Toolbelt. Wir gucken mal. Doch, na klar, es gab ein MK2. Oh, Iron und Konzentan. Hammer, 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 Hammer. Wo ist denn hier Iron? Hier ist Iron. Iron und Elektrum. Wo ist denn mein Konzentan? Ich hatte doch noch Konzentan. Habe ich das alles verbraucht? Mann, Junge, wo ist es denn? Hier ist Konzentan. Ey Juri, du kannst jetzt mal hier aus dem Weg gehen. Ich brauche den K
Kacktank sowieso nicht mehr hier. Mann, Junge, ey. Kann man den eigentlich zerlegen? So, hier ab in den Schrank mit dir, mein Freund. Jetzt ist hier Schicht im Schacht hier. So. Was haben wir gesagt? Iron. Ah, Iron ist ja jetzt wieder hier drin. Das holen wir nicht raus. Wir schmelzen schnell mal ein bisschen was. Wir schmelzen schnell. Wir haben so viel Eisen. Hier haben wir doch auch irgendwo Eisen gehabt. Oder habe ich das schon rausgebracht? Ne, habe ich schon raus. Habe ich das schon rausgebracht? Ja, habe ich schon. Okay, dann müssen wir nochmal rausgehen. Nein. Schon wieder kein Gas mehr drin hier. Ist kein Gas drin. Speed hier. So, Iron, Hammer. Wir bauen mal so ein Toolbelt hier. Ey. Ah, hast du Glück, mein Freund. So, wir haben ein Toolbelt MK2. Sehr schön. Genau. So, jetzt haben wir nämlich hier Platz für all den ganzen Spaß hier. Hier unten haben wir nämlich noch Platz für zwei Sachen, die keine Werkzeuge sind. Sehr schön, da könnten wir ja den hier mit rein tun. Und den Laptop. Ne, den Laptop müssen wir da hinpacken. Und das ist kein Werkzeug, deswegen geht es da nicht rein. Achso, der geht da rein, weil der ist ein Werkzeug. Okay. Sehr schön, Hammers. Ist der leer? Ja. Der ist leer, den können wir jetzt hier wegschmeißen. So, danke. Achso, warte, nee, wir müssen den Scheiß ja noch rausholen. Weil ich kenne mich ja. So, Iron machen wir da rein. Konzentral machen wir auch da rein. So, jetzt haben wir einen besseren Toolbelt. Ha! Yeah! Was wollten wir eigentlich machen gerade? Achso, APC, genau. Wir wollten APC bauen da oben. Oh, ist mal hell. Huhu. So. Machen die denn schon Sonne? Die müssen ja eigentlich gleich Sonne machen. Ihr müsst ja gleich der Strom annehmen. So. Da müssen wir leider hier wieder das alles abcutten, weil Chrissy hat wieder Scheiße gebaut. Ach, Mann, ey. Nein. So, APC tut nicht weh. Oh, wir brauchen noch eine Batterie. Ach, die habe ich zufällig in der Tasche. Ach, heje. So, Batterie machen wir an. Und jetzt brauchen wir hier noch Stromi Daniels. Wo ist denn hier mein... Oh, ey. Einbrecher-Simulator. Ich sag's euch. Was? So, jetzt müssen wir noch theoretisch, warum haben wir hier noch keinen Strom? Mal doch. Warum meckert denn der? Line 6. Ach so, ja, haha. Ja. Okay, die machen noch nichts. Warum machen die nichts? Denn ist es das falsche
Dann ist es die falsche Hash-ID. Solar Dual. Ja, geh mir doch nicht auf den Zeiger, ey. Genau. Genau so habe ich mir das gedacht. So. Confirm. Export. Nee, das ist es auch nicht. Warum nicht? Ach, ich bin ja bescheuert. Wisst ihr, was los ist? Ja, ne? Ihr habt schon gesehen. Ach, das funktioniert doch so nicht. Ich krieg doch keine Daten durch die APC. Das ist das Problem. Ich kriege keine Daten durch die APC. Okay. Wie machen wir es dann? Ich brauche aber eine APC, weil ohne geht's nicht. Ist die Sonne weg, ist die Solarsteuerung auch tot. Wir brauchen doch die anderen Solarzellen. Aber dann brauche ich wieder so viel Kabel, das ist auch Quatsch. So, warte mal, wie kriegen wir das jetzt hin? Wir könnten theoretisch. Ich denke mir was aus. Im nächsten Video. Bis denn. Tschüss.